Willkommen zurück zum, ja, vielleicht großen Finale oder zum Halbfinale von Earth 2150 und der Lunar Corporation Kampagne, die letzte, die uns hier noch fehlt. Wir haben dereinst mit der ID-Kampagne angefangen, dann haben wir die UCS-Kampagne nachgereicht, nach längerer Pause und, naja, jetzt sind wir wieder hier und haben. Ja, habe eigentlich die letzte Mission jetzt in Aussicht, die letzten zwei Missionen in der Kampagne. Aber eigentlich sind wir schon fertig. Wir haben 155.000 Credits. Ich habe das Ganze mal ja, ich sag mal, beobachtet. Wie heißt es? Die Übersicht? Ne, die Supervision, wie auch immer. Ich habe das Ganze mal beobachtet und betraut, wie auch immer, den Abbau in der letzten Mission Lesotho. Wir haben mehr, als wir brauchen. Also im Grunde genommen könnte ich jetzt hier immer auf 5.000 einklicken und dann sind wir fertig. Aber wir wollen ja mehr. Wir wollen mehr. Genau. Das ist die Mission. Hier ist alles abgeholt. Und wir beenden die Mission. Haben wir aber schon mal gemacht. Jetzt möchte ich mal sehen, wie viele Credits wir denn wirklich gefördert hatten. Ja, 250.000, 280.000. Ich glaube, wir hatten 30.000. Und damit sind wir auch komplett durch. Jetzt stehen die letzten beiden wahrscheinlich, vielleicht sogar nach Kolumbien, wer weiß, steht jetzt an. Wir fangen an mit Amazonien oder Anden. Das Gute ist, wir haben jetzt wirklich nur noch die Feinde platt zu klatschen, denn ich muss nichts mehr abernten oder sonstiges in der Mission. Einfach nur den Feind vernichten. Das dürfte, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, eigentlich relativ schnell funktionieren. Was war das letzte Mal? Haben wir, glaube ich, nach 20 Minuten oder 15 Minuten waren wir schon mit den Basen fertig. Und dann ging es, sage ich mal, nur noch an den Abbau. Und das hat ein bisschen länger gedauert. Ja, Forschung und so weiter haben wir auch alles, aber wir haben unsere schweren Bomber. Viel mehr ist eigentlich nicht zu machen. Aber gut, Nachricht von Alia Tiosch. Wir sind fast am Ziel. Die UCS wird die Bodenschätze des Amazonasbeckens mit aller Macht verteidigen, also sieh dich vor. Und hier. Bereit für den Endspurt? Natürlich. Die anderen sind auch scharf auf die Bodenschätze in den Anden. Scheinbar ist sonst alles verbraucht. Beschaffen wir die Rohstoffe und wir reisen zu den Sternen. Wir sind fast am Ziel. Den immer zuerst. Amazonien. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Ach ja. So, schnell. Verdammt. Von Alia Tiosch, Mentorin der Luna Corp. Bunky the Fang, Katharsis Amazonas. Beschaffe mir 90.000 Credits, das ist nämlich genau, was wir noch brauchen. Und Katharsis ist so gut wie erledigt. Die Zeit drängt, also lasse ich nicht in sinnlose Kämpfe verwickeln. Friede und Weisheit. Sheila lässt dir ausrichten, dass sie die Sachen, die du benötigst, rausgeschickt hat. Wozu brauchst du ein. Was? SOTA Multiprozessor Board mit 256 Terabyte Arbeitsspeicher und 200 wiederbeschreibbare DVDs, wenn ich fragen darf. Ich weiß es, Schwester dir, es ist alles in Ordnung. Schmunzelnd, Koine. Na gut. Sollen sie mal machen. So, wir holen unsere Fahr- und Flugzeuge mal ran. Hauptquartier, was können wir bauen? Erztransportbasis natürlich. Und wenn wir schon dabei sind, einfach mal so ein Der Transporter ist angekommen. Wetterkontrollgedöns. So, wir sind im Zentrum. Hier oben ist wahrscheinlich Feind, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall. Ja, wir starten hier eine Mission und haben direkt Operationsmöglichkeit bestätigt. Crusher. Und hier haben wir noch mehr Crusher. Aber das Neue sind die guten Richtung Crusher. informiert. Das sind die guten Crusher. So, sobald die ausgeladen sind. Oh, der hat hart gelitten, unser Transporter. Da müssen wir den schnell wieder nach Hause schicken. Leider kann man den nicht reparieren, wenn der platzt, ist Feierabend. So, ja, 5000 aus unserer Basis. Warum Bitte eigentlich übernehmen den Befehl. nicht? So, jetzt müssen wir noch die Luftabwehr holen. Bereit für Regenerator koordinierte Befehle. und Bitte übermitteln Sie den Befehl. Verstanden. und unser Detektor kommt auch übernehmen Sie mit. den Befehl. So, was ist denn genau zu tun? Der Hauptbasis 90.000 Credits bereitstellen. Ja, Wie lautet Ihre Entscheidung? Neue Richtung jetzt müssen wir mal programmiert. überlegen, was machen wir da am dümmsten? Ich würde sagen, wir Produktion hat machen einfach mal begonnen. zwei Detektoren, oder? Und hier schicken wir einfach Material zur Hauptbasis. So, an wie viel kommt Der er Transporter ist ran? angekommen. An 69.000. Das ist eigentlich ganz günstig. Denn wir wollen ja auch gar nicht viel mehr. 5.000 ein, überlegen, überlegen, überlegen. Nein. Wie lautet Ihre Entscheidung? Einfach Definitiv. nur. Einfach nein.
So, ihr könnt einmal das Licht anmachen. Ja, lassen wir hier einen immer mit. Gut. Heißt. Achso, wir fliegen ja schon. Wir fliegen ja schon in die Richtung. Irgendwo wird es wieder ein riesiges Vorkommen geben. Ah, das finde ich aber nett, dass wir hier so direkt an der Lava starten. Oh oh. Feind ist in Reichweite. Ah, sehr schön. Aber unsere beiden netten Herren. Ja, ja. Kriegen das schon hin. So, heißt, wir bauen auf jeden Fall gleich mal was anderes. Moment. Wir sind hier fertig. Alle sind verladen. Komm, dann doch zur Mission mit ein bisschen Kohle. Dann brauchen wir eine Aero-Versorgungsgeschichte. Ah, da ist wahrscheinlich Feind. Dann stellen wir es mal hier davor. Dann eine normale Mine, dass wir Kohle bekommen. Oder doch noch eine zweite Erztransportgeschichte. Na, warum nicht? Wir bauen es einfach mal ab. Notfalls kann man da immer noch mehr davon bauen. Nee, kann man nicht. Produktion beendet. Egal. So, ihr zwei Hübschen fliegt mal in benachbartes Gebiet, genau. Ihr sucht mal Material. So, Transport ist angekommen. Ausladen. Da haben wir unsere Luftabwehreinheiten. Falls hier irgendwelche Gargoyles oder Kosaks auf uns warten, können die das übernehmen. Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Ach ja? Ach, das muss die Mitte sein, mit der wir alle sprechen. Gut, dann mal schön zur Mitte fahren. Heißt, wir bauen... Ja? Oh, Feind. Feind gefährlich. Alles klar, dann nehmen wir uns einfach mal... Nicht Einheit. Achso, klar, die haben es abgeknallt. Wie Mayday, das schlecht? So, hier bitte ankommen. Werden jetzt beschossen. Ja, aber man sieht schon, die Bomber... Ach du Scheiße. Haben eigentlich kein Problem mit Feinden, aber mit dem schon. Das sind schwere Raketenwerfer. Schwere Luft... Oh. Die Rakete abgefangen. Also, gut. Dann einfach grob Richtung Feind. Ist hier die Basis? Oder warum steht ihr hier? Achso, der ist noch auf dem Weg. So, ich würde sagen, wir fliegen einfach auch mal mit und suchen. Mehr können wir hier eigentlich nicht machen. Es sei denn natürlich ein bisschen Ressourcen abbauen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Muss nur darauf achten, dass wir eben... Neues Ressourcenfeld lokalisiert. Ja. Oh, wir sind schon da. Wir sind bereits da. Das ist schlecht. Da sind wir voll in die Luftabwehr geflogen. So, dann müssen die das mal ganz kurz übernehmen. Ja, der hinten wird platzen. Ja, den haben sie leider schon zu hart angegangen. Bitte nicht dem Feind folgen. So, ihr seid alle hier. Ach, Gottchen. Ja, knallt ihm ab. Och. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Mach den mal weg, den ganzen Müll. Wir hätten die nicht vorschicken lassen sollen. Vorfliegen lassen sollen. So rum. Komm. Arschlecken. Mitten rein. Was soll schon schief gehen? Regenerator ist auch da. Hervorragend. Der wird hart angegangen. So. Das war es erstmal. Zumindest für die Basis. Ja, jetzt sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, okay, Feindbasen, schlechter Witz. Ja. Komm, wir machen das Licht an. Wir brauchen euch hier. Und die gehen natürlich auf die Ruinen los. Ganz besonders intelligent. Fehlt da einer? Ne, es sind sechs Mann. Oh je, jetzt kommen sie hier mit ihren Einheiten. Wir sind nicht unzerstörbar. So ist es nun auch wieder nicht. Aber wer schreit schon wieder? So, du kannst mal in die letzte Reihe. So, jetzt hätten wir, glaube ich, genügend Munition. Nächstes Kraftwerk ausschalten. Und die Luftabwehr. Da ist nicht mehr viel, aber es müsste eigentlich ausreichen. Ja, doch, das reicht. Das sollte reichen, was wir hier haben.
welche. Nicht wirklich, oder? Ach so, wieder die... Ach, jetzt sind wir auf die dümmlichen... Ja, jetzt sind sie auf die dümmlichen Sonden losgegangen. Ein Radarsystem haben wir noch. Toll. Und hier bauen sie auch irgendwie auf, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Ja gut, aber die halten da... Die halten die Stellung. Ja, die Elektrokanonen, die gehen halt richtig ab. Also im Boden haben wir die Teile und hier in der Luft haben wir die Schallkanonen. Und hier ist schon wieder so ein Ressourcenfeldchen. Ach so, der... Da hat sich einer hier freigebuddelt. Das muss mal schnell weg, weil die haben sehr viel Energie, die Teile. Diese Pillboxen. Diese Bunkeranlagen, die sind nicht gut. Hier baut er wieder die... Na, die Raffinerie auf. Damit er hier weiter abernten kann, aber das war's. Dieser Feind ist... entfernt. Wir haben schon 10.000 verschickt. Okay. Da muss ich jetzt, wie gesagt, mal ganz kurz ein bisschen aufpassen. Genau, perfekt. Dass wir die Mission geschafft haben, sind hier schon mal 10.000 gleich weniger als eigentlich benötigt wird auf dem Konto. Dann geht es also höchstens bis... bis 8.000. Ah, Feind. Ach, den hätte ich zuerst angehen müssen. Der ist ja direkt nebenan. Der wohnt hier direkt bei uns. So, was machen wir da? Ich würde sagen... Die Einheit ist nicht zu retten. Schweren... Produktion hat begonnen. Schweren Thunderer-Bomber. Der kann mal die Luftabwehr übernehmen. Zusammen mit Ihnen, Ihnchen hier. Nachladen, bitte. Dekodierungssequenz gestartet. Ja, wir stellen uns mal hier hin, machen die Mine platt. Wir können auch eine Munition anfordern. Ja, mit den Herrschaften. Ja, jetzt gehen die mal kurz. Dekodierungssequenz gestartet. Neue Befehle kodiert. Zum Feind. So, und wir sollten eigentlich... Halt, wir brauchen... Ja, wir bräuchten eigentlich die Regenerationsgeschichte. Das ist nicht ganz so clever. Egal, dann machen wir ganz kurz mal Pause hier in der Hauptbasis bei uns. Und dann schnappen wir uns den Kollegen. Oh, schön, schön. Shadow Tower hat er gebaut. Ist ja ganz nett. So, einfach weitere für den. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, ein Wetterkontrolldings zu bauen. Habe ich das denn getan? Ich habe. 61%, alles klar. Aber ich glaube... Befürchte, der Feind ist vorher schon tot. So, was macht ihr? Seid auf dem Weg, alles klar. Und die Mission? 14.000. Schon verschickt. Ja, das könnte noch einen Moment dauern. Der hier ist ein bisschen hart angeschlagen. Ja, ich kann mal die... Ich drück mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Denn zumindest mal, bis wir die das mit der Regeneration gemacht haben. Und hier, wie gesagt, die Kohle wieder raus. Wenn die Mission dann fertig ist... Sehr schön. Dann bekommt ihr einen weiteren... von der Sorte. Aber ihr seid ja ohnehin nur die... zweite Geige. Licht bitte aus. So. Wie schaut's aus? Sonne, Reck. Bauen wir gleich noch eine. Unser Gebäude wird angegriffen. Zack, wer? Ach, wie? Achso, ja, die Rakete ist vorbeigeflogen. Die ernten hier auch schon ab. Haben bei sich also auch schon nichts mehr. Das heißt, die sind auch am quasi verhungern. So, machst du weg. So, hier haltet ihr die Stellung. Wird aufmunitioniert. Perfekt. So. Bitte folgen. Warten wir noch die zweite und dann stellen wir die Geschwindigkeit wieder richtig. Wollen wir noch eins kommen. Falls wieder was krepiert. Forschung braucht man nicht, ne? Wie gesagt, SDI-Laser-System für Atomraketen. Produktion ist ganz in der Nähe. Ach ja, und wo genau? So, kann losgehen. Feind ist auf dem Hügel. Achso, jetzt kommen sie wahrscheinlich die ganze Zeit mit ihren komischen Sammlern an. Hier kommt die Munition. Läuft. Kann man auch ab der Gebäude hinsetzen, aber kann man sich auch sparen in dem Fall. So, Viertelstunde haben wir. Erste Basis ist schon weg. Die zweite wird jetzt angegangen und sie haben schon keine Kohle mehr. Och, das ist aber süß. So, warten wir noch kurz ab, bis Nacht ist.
Wir sammeln erstmal. Ich werde so, die. Ach ja. Ah, die greifen tatsächlich so ein bisschen an. Das sind ein paar Einheitchen. Ich brauche sofort nächster Befehl, bitte. Komm, wir ziehen uns aber weiter nach vorne. Ja, mit den schweren Elektrokanonen ist sowieso Feierabend. Mit irgendwelcher. Irgendwelchem hier. Na, aufbegehren. Oh. Kommen sie von allen Seiten? Aber das wird auch nichts nützen. Die lassen wir einfach mal hier stehen. So, haben wir schon Licht? Ne, haben wir schon Tag? Oder was? Naja, gut. Machen wir dann währenddessen. So, wir fahren. Obwohl, bleibt nach hinten. So. Genau deswegen locken wir die mal ganz kurz raus. Oh nein, 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 nein. Ja, genau deswegen. Die verdammten Regeneratoren. Verstanden. Oh, shit. Ja, da kommt einiges. Die Sonden werden jetzt nämlich zuerst angegangen, glaube ich. So, und jetzt bitte Feind angehen, und zwar eigenständig. So, stopp. Komm, noch mal halt händisch. Ja, die sind ruckzuck platt. Er übernimmt mal andere Einheiten. So, zwei von den Raketchen und ein Gargoyle platzt. Das sind, glaube ich, auch diese Stufe 1er Gargoyles, oder? Was mit der Forschung wieder so eine Sache ist. So, läuft. Jetzt müssen wir eigentlich auch die zweite Regenerator-Geschichte mal antanzen lassen. Läuft. So, und ihr greift bitte nicht mehr den Feind an. Ihr seid nur die Unterstützungstruppen. Und das hier muss jetzt mal weg. Könnten wir eigentlich hinbekommen. Wie ist das so schnell? Wieso wieder Mayday, Mayday? So. Der baut einfach frech direkt wieder eine Sekunde später auf. Ich glaube, dem geht es ein bisschen zu gut. Aber sie haben offensichtlich noch Kohlen. Da wird aber einiges verschwendet werden hier, sehe ich gerade. Oh oh. Oh je. Du gehst mal nach Hause. Na, vielleicht mal richtig. Oh je. Ihr könnt schon was machen, ne? So ist nicht. Ihr müsst nicht da rumstehen. Und wieder hat es eine verrissen. Verdammt. So, macht die mal schnell weg, die Gargoyles. So, das kann glauben, aber die nerven tatsächlich gerade so ein bisschen. Und hier mal wieder. Oh, du fährst mal nach Hause. Hoffentlich überlebt das. Mit dem geht's auch nicht so gut. Krieg ihn nicht angeklickt, anvisiert. Oh je, die können sich tatsächlich wehren. Ist das so? So, Türme sind geplatzt. Dem geht's noch gut. Komm, wir machen das Licht an. Und hört mal auf, die Sachen wieder aufzubauen. Das muss doch nicht sein. Tatsache, wir haben einen verloren. Wir haben tatsächlich einen Bomber verloren, einen schweren. Jetzt ziehen wir uns mal zurück. Das ist in der Tat ein bisschen zu viel des Guten. So. Alles entfernen, was hier rumsteht und aufgebaut wird. Kraftwerke haben sie noch? Fragezeichen. Möglicherweise. Aber ich habe keine. Oh, ich habe keine Regeneratoren mehr. Bisschen hektisch gerade. So, eins und noch eins. Packen wir hier hin. Läuft. Und da unten. Haben wir echt einen Turm vergessen? Offensichtlich. Auf Schild haben sie auch keinen Bock. Na, dann eben nicht. So, ihr geht mal vor. So, wie sieht's aus? Da unten haben wir nur die Regeneratoren und die Abwehr, okay. Aber sonst haben sie nichts. Aber haben die überhaupt noch Strom? Ne, haben sie nicht. Strom ist schon ausgeschaltet. Machen wir schon die Türmchen weg. Die Hälfte ist jetzt sowieso wieder. Ja, das hier sind Raketenwerfer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das hier müssen wir zuerst vorschicken. Beziehungsweise die schicken wir als einzige jetzt mal vor.
Welches Gebäude wird angegriffen? Ach so, wieder das. Ja, das ist ja auch Quatsch. Das ist ja Quatsch. Ja, doch, jetzt haben sie langsam... Man merkt schon, wenn sie weniger werden. Wie Mayday, Mayday. Ich höre dich. Ich kann dich durchaus hören. Ja, so ist nicht. Ja, dann müssen wir eigentlich wieder nachlegen, oder? 5? Ja, hm. Wir hatten mal 6. Ich würde mal sagen, wir machen noch eine. Noch eine schwere Bombereinheit. Hier bräuchten wir echt mal Regeneratoren. Das ist, langsam wird's kritisch. Man könnte natürlich auch... Ach, der hat ja gar keine Munition mehr. Lad mal nach. Wir laden sie mal nach. Ich habe doch welche gebaut, oder? Na komm, reicht. Na? Das hat funktioniert. Gut. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo Luftabwehr da. Das ist der letzte Turm, der noch sich noch wehren kann. Dann mal kurz zurückziehen. Warten, bis sie wieder ihre 4 Schüsschen haben. Und dann können wir dem Feind entgegenrollen. So, HP-Generatoren. Einmal, zweimal. Wo sind sie? Der eine ist direkt schon hier, das ist gut. Jawohl, wir können auch das Licht ausschalten. Und uns einfach mal die Abwehr schnappen. So, das, was hier noch in die Luft schießt, wird jetzt mal rausgepickt. Dafür haben wir sie ja schließlich. Na gut, dann können wir auch mit den anderen Einheiten davor oder drüber fahren. Das ist ja dann wurscht. So, was hat ihr noch? Luftabwehr? Nichts mehr. Luftabwehr, alles gut. So, jetzt müssen leider die Reparateure dran glauben. Ja, Pech gehabt. Oh, nächstes krasses Video. Achso, die... Es sieht danach aus, dass wir zum letzten Mal auf der Werft des Evakuierungsschiffes zu Besuch sind. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen. Bald wird man mit den letzten Tests der Bordsysteme beginnen. Dann kann die Evakuierung losgehen. Ja, das stimmt. Haben wir schon das letzte Mal gehört, aber jetzt haben wir es nochmal richtig gehört. Ja, 50.000 war die letzte Geschichte. Und wir wissen noch, wie viel über... Tragen, ja, 44.000 fehlt noch. So, dann machen wir hier mal mit. Ich beginne den Angriff. Aber wo ist die Luftabwehr? Da hinten ist noch eine. Ziel ausgewählt. Halt, jetzt können wir eigentlich mal den Thunderer machen lassen. Wenn der wieder Munition hat, ja, 60 Schuss. Lassen Sie es sein. Ja, die hauen schon so ein bisschen rein. Kann man nicht anders sagen. Welche Einheit? Oh, ich habe schon wieder einen verloren. Weil ich die einfach nicht mehr ernst vollnehme, die Kollegen. So, dann wird jetzt hier alles mal eliminiert in unserem Prozess. Gut. Muss man vielleicht mal für die nächste Mission nachrüsten. So, jetzt müsste eigentlich irgendwo eine... Ist das der... Ne, das ist ja Thunderer, die Nummer 2. So, ihr könnt das mal wegmachen, den Kondor. Damit ist der Feind vernichtet. So, die sind auch fertig. Könnten wir im Grunde genommen uns hier mal... Ist doch gerade eins vorbeigefahren, genau. Die neue 1 ist da. Lass mal überlegen, sollen wir die tatsächlich wieder raus nehmen? Ich würde sagen, den hier. Und die, genau, die Crater 3, die Crusher 3 mit schwerer Elektrokanone, die werden wir sichern. Der Rest kommt natürlich in den Müll. Den brauchen wir nicht mehr. Hier wird einiges abgetragen. Wie viel haben wir? 64. Ja, fehlt noch ein bisschen was. Aber im Grunde genommen sind wir fertig mit der Mission. Ich brauche sofort Hilfe. Wieso? Die Einheit ist nicht zu retten. Ach, hier sind noch Gegner. Alles klar. Ich brauche sofort Hilfe. So. Du brauchst sofort Hilfe. Ich bin auf dem Weg.
Jetzt, Moment. Ach, jetzt werden die letzten Kräfte mobilisiert, oder wie sehe ich das? Ich glaube, euch geht es ein bisschen zu gut. Ja, ja. Das finde ich aber auch. So, wie die Geisteskranken schießen sie hier drauf. Könnt natürlich auch die Bombe aus dem Gebäude wiederholen, aber warum? So. Letzter Schildgenerator. Wie lautet der Befehl? Wir öffnen jetzt das Feuer. Okay, jetzt haben sie nicht mehr so viel Munition. Oder werden schon ein bisschen müde. Und da hinten kommt die Kavallerie. Oh, der kann aber wirklich nicht mehr viel. Ob es das überlebt? Achso, Mine ist ja eh erschöpft. Oh, werden sie von einem platt gemacht. Dürften das aber noch schaffen. Gebäude verloren. Tatsache. Diese Frechdachse, Dechse, wie auch immer. Der Dachs, die Dechse, klar. So. Und hier werden wieder 10.000 abtransportiert. 30.000 sind es noch. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Na, wobei, eigentlich auch nicht. Eigentlich nicht. So, das können wir mal zur Mission fahren. Die nehmen wir einfach auch alle mit, wenn wir schon mal hier sind. Fliege im Tiefflug. Einheiten haben sie sowieso nicht mehr. Werden wir jetzt nochmal die letzten Reste zusammenkratzen. Wie viel haben wir? 78.000. Ja, 12 fehlen noch. Mine erschöpft. Wo ist denn hier eine Transportgeschichte? Hier. Der Transporter ist angekommen. Ja, wir haben momentan 50.000. 2, 3. Die sind zwar erschöpft, aber ne, kann immer noch als Transportgeschichte genutzt werden. Das machen wir auch einfach mal spaßhalber, weil hier unten ja, wird auch abgebaut. Laden wir einfach mal voll mit Zeug. Das wird hier dann logischerweise abtransportiert. Ah, du hast es mal wieder geschafft. Jetzt aber schnell zurück nach Hause, bevor es zu ungemütlich wird. Sombra lässt sich grüßen. Du bist jedoch sicher nicht mehr böse, oder? Naja. Seht ihr dich zum Essen ein. Sozusagen als Wiedergutmachung. Sombra ist zwar die mieseste Köchin der gesamten LC, aber du würdest ihr eine riesige Freude machen, wenn du zusagst. Glück und Gesundheit. Ja, brauche ich Glück, dass die Gesundheit erhalten bleibt bei dem Futter? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Man weiß es nicht. So, wir sind hier auf jeden Fall fertig. Das heißt, es wird ausgeladen und dann werden wir uns wieder aus der Region verabschieden. Ja, war mir schon klar, die Missionen werden jetzt leider ein bisschen sehr kurz. Aber das macht doch nichts. Bin wirklich mal gespannt, ob danach dann was mit Kolumbien ist oder ob Kolumbien dann eine Mission ist für die ID, ne Quatsch, UCS, wenn wir es für die entschieden haben oder so. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, wobei, jetzt können wir hier mal speichern. Als Amazonien. Und, ja, wir haben alles verschifft. Jetzt müssen wir noch die Einheiten verschiffen. Der Transporter ist so, die zwei kommen weg und die beiden. Alles andere soll mich nicht weiter stören. Ich hoffe mal, die werden jetzt nicht aus der Region die ganzen Reste noch dahin schiffen. Das wäre natürlich irgendwie ungut. Komm, wir halten sie auf. Ja, wir wollen die Rohstoffe gar nicht mehr. Ist in Ordnung. Wir haben so viel Material. Wir sind schon doppelt und dreifach fertig. Hier ist sowieso alles durch. Jawohl, Strom aus. Die nehmen wir nicht mit. Die sind eh nur Schrott. Wir stopfen uns nur wieder die Dings voll. Ja, jetzt müsste ich eigentlich hier mal für Nachschub sorgen, ne? Produktion hat begonnen. Sind zwar jetzt auf Stufe, was auch immer, Stufe 1. Wieso werden die nicht gebaut? Ah, Strom fehlt. Ah, ja, 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 ja. Hier Strom an. Da ist Strom aus. Hier Strom an. Ja, verdammt. Gut, dann wird hier nur einer produziert. Produktion wurde abgebrochen. Genau. Produktion beendet. So, stimmt. Nochmal schauen. Bitte die Kohle Produktion raus. Und hier sind wir. Produktion Einheiten. Fertig. 5000 ein. Und zur Hauptbasis. Die, wie gesagt, bleiben hier. Zwar sind die ganz nett, Crusher, aber ne, wenn der mit dem Laser kommt und peng, dann war's das mit dem Gebäude. Und das kann man natürlich nicht wollen.
So, Amazonas ist damit abgehakt. Ja, knappe halbe Stunde. Und wir sind hier. Ja, 26.000. Werden nicht zur Hauptbase geschickt. Ich hoffe mal, das bleibt so. Und wenn doch, wir haben gleich 30.000. Das müsste eigentlich noch reichen. So, Credits zur Hauptbase geschickt. 100.000, genau. Interessant. Und jetzt haben wir hier auf 4 und 5 haben wir irgendwelche Einheiten. Vielleicht doch die Bomber, ich weiß es nicht. Wir haben 119 Einheiten zerstört und 110 Gebäude. Ich glaube, das kann sich sehen oder was auch immer lassen. Oh Gott, hier sieht es wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Ach ja, Fang hatten wir ja auch noch. Der war immer zurück zur Hauptbasis, aber irgendwie ist das schon lange nicht mehr wirklich von Belang. Wieso ist der nicht da? Achso, schwerer Raketenwerfer, klar. Der ist jetzt, der gehört da gar nicht mehr dazu. Müssen wir nochmal schauen. Wir sind das. 3, 6, na, haltet still, stillhalten. 3, 6, 8, richtig? Jetzt haben wir wieder 8 Stück. Ja, mit ihm sind wir bei 9, plus Regenerator macht 10. Ja, das wäre ein... Kann man die als Platoon dann immer behalten? Wahrscheinlich nicht. Sobald ich die Mission hier verlasse, ist es eh wieder vorbei. Ach, und die haben wir ja auch noch. Genau, dann können wir sagen, die 2 im Boden und dann 8 aus der Luft oder so. Naja, gut, ich würde sagen, das war's. Das war die Mission, die vorletzte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, wir schauen mal. Nee, die Anden und nach den Anden ist, glaube ich, fertig, oder? Das müsste die finale Mission sein. Wir benötigen noch 30.000, haben 192.000 auf der hohen Kante, könnten es also quasi beenden. Ja, oh Gott, hier ist alles voll mit Viehzeug. Mal schauen. Also noch... Ach, das ist aber nett, ne? Es ist alles... es ist alles Vulkan, Asche und Co. Aber die Bäume, die halten sich. So viel zum Thema Waldsterben. Alles erstunken und erlogen. Ja, in der nächsten Mission müssen wir dann wahrscheinlich... Heißt jetzt nur noch... Oh, du musst 30.000 beschaffen, dann haben wir es. Das wird eine richtig krasse Endmission. Wo man früher irgendwie hatte, weiß ich nicht. Sammeln 100.000, sammeln 200.000, 300.000. Jetzt heißt es, wir brauchen dringend 30.000, um zu gewinnen. Aber so ist es nun mal. Ja, beim nächsten Mal, wenn wir hier das Spiel beenden, dann ist Earth 2150 Escape from the Blue Planet tatsächlich komplett fertig. Dann haben wir alle Kampagnen und sind durch. Aber so ein bisschen skirmisch, das müssen wir nicht machen. Wenn, wäre dann The Moon Project gefragt, wegen Superstorm Mod. Das lohnt noch viel mehr. Ja, wie gesagt, das war's. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.